Hey zusammen, heute wird ein richtig guter Tag. Irgendwie kann ich das spüren. Ihr auch? Als ich zum ersten Mal gegründet habe, kannte ich niemanden in der Gründerszene. Ich wollte einfach irgendwas mit Internet machen, weil ich es viel demokratischer fand als Fernsehen, was ich zuvor gemacht habe. Dann habe ich durch Zufall meine späteren Mitgründer kennengelernt, die das Body Change Konzept entwickelt hatten. Hab Detlef gefragt, ob er mitmachen möchte, und so hat alles angefangen. Und das habe ich dann für 10 Jahre gemacht. Wahnsinn. Lea, sag mal, als du damals Amorelie gegründet hast, woher warst du dir eigentlich sicher, dass es der richtige Zeitpunkt war? Ja, also ich hatte vorher schon Bock zu gründen. Und ich weiß noch, Polly und ich saßen da, hatten die Idee. Und ich hatte mir vorher viele Sachen angeguckt. Und ich bin rausgegangen und habe so richtig gespürt, ich werde nichts mehr anderes machen können. This is it. Ich spüre das in meinem ganzen Körper und denke mir so, das ist es. Das muss ich jetzt machen. Da ist irgendwie Potenzial drin. Das muss jetzt raus. Und ich glaube, dieses Gründen, ich war immer so fasziniert von dieser Gründerszene und habe die von der Seite beobachtet, an der Uni Mannheim, die Via Ula mir die ganze Zeit angeguckt und gedacht, was macht ihr da alle, was werkelt ihr da alle an Sachen rum? Gedacht, was ist da in Berlin los? Das hat mich so gezogen, dass ich einfach unfassbar Lust hatte, Teil davon zu sein und das selber zu versuchen. Und dann, als dann auch noch die richtige Idee war, war ich so, okay, this is it, now is the time, let's go. Sag mal, Detlef, als wir damals Body Change I Make You Sexy gestartet haben, woher wusstest du, dass das der richtige Zeitpunkt war? Das Ding ist, ich glaube, dass viele vermuten, dass man Zahlen, Daten, Fakten vorher zusammenträgt, Analysen macht, alles genau plant und sich dann entscheidet. Das machen sicherlich auch viele. Aber für mich in meinem Leben war immer das Bauchgefühl entscheidend, egal was ich gemacht habe. Und das auch und vor allem bei I Make You Sexy bzw. bei 10 Weeks Body Change damals. Folge deinem Bauchgefühl. Wenn du ein Kribbeln spürst, wenn du Begeisterung spürst, wenn du merkst, du willst es tun, es zieht dich dahin, dann tu es. Ja, und jetzt habe ich wieder gegründet. Ob ich bereit dafür bin? Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich auch deshalb gut an, weil zu gründen, eine Firma aufzubauen, ist mit Abstand die zweitschönste Sache der Welt. Und wenn du mich jetzt fragst, Fredrik, und was ist dann bitte die schönste Sache der Welt? Einfach. In diesem Sinne, falls dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like, subscribe zu dem Kanal, falls du noch nicht subscribed hast, und dann sehen wir uns, wenn du magst, wann wieder? Nächste Woche, Sonntag. Ciao zusammen! Ready for the roller coaster. The up and down excites you.
I'm shaking off.